zusammen, die Madpacks Wohlfühlbox, da kann man es sehen, ist angekommen. Und zwar habe ich ja tatsächlich den ersten Termin verschwitzt. Normalerweise gebe ich das ja auch immer bekannt auf Facebook und hatte die Tage immer geguckt, weil ich dachte, Mensch, Mitte September, es muss doch mal jetzt langsam losgehen, ja. Und dann habe ich mal irgendwie ein, zwei Tage nicht reingeguckt und habe es direkt versemmelt. Dann war aber jemand so nett und hat mir die Box auf Facebook gepostet. Das heißt, ich konnte den Inhalt sehen, hatte überlegt und habe auf jeden Fall, also so beim grob rübergucken, ein Produkt entdeckt, wo ich dachte, jo, das willst du haben, das willst du ausprobieren. Und habe sie mir dann eben, es gab ja nochmal eine zweite Runde, nochmal bestellt. So. Dabei ist von Zalando ein Gutschein. Nö. Ist gar kein Gutschein. Ernsthaft? Nur Werbung? Kein Gutschein? Ach hier, da sieht man ja auch immer die Werbung. Und das ist doch der Bäckersohn, ne? Wie heißt der? Noah? Nee, Noah Bäcker? Doch, ne? Gleich damals, als ich die Werbung im Fernsehen gesehen habe, habe ich gedacht, der sieht so unverwechselbar aus. Irgendwie den erkennt man sofort wieder. Wie er da am Ende so lang geht. So. Also ich muss ja sagen, der Bart macht ihn nicht unbedingt attraktiver, aber er hat auf jeden Fall Wiedererkennungswert. Dann die Broschüre. Und dann in einem herbstlichen... Achso, hier ist mein Pröbchen. Ich habe mir das Magnesium... Ding jetzt da, das ist aber auch echt nur eine kleine Probe. Na gut. Die Box ist relativ schwer und ja, mit so herbstlichen Motiven, Pilzen. Wollen wir hoffen, dass wir uns keine Pilze einfangen, ne? Ah, Flummi. So, dann schauen wir einfach mal rein, ne? Gut gefüllt ist sie jedenfalls. Hier haben wir einen Rabatt. Gutscheincode für die Produkte. Dann haben wir das Heft. Und ich weiß jetzt schon, dass mir gleich irgendwas runterfällt. Ich glaube, ich muss mich mal weiter nach hinten setzen. So, da haben wir als erstes von Totes Meer, nee, nicht von Totes Meer, von Dermacell eine Handcreme, sensitiv, ohne Paraffine und ohne Farbstoffe. 75 Milliliter, 3,95 Euro. Ja. Ich habe jetzt im Moment auf Arbeit eine von Dove, glaube ich, aber da bin ich schon am Quetschen. Und hier zu Hause habe ich die von, was ist das, von Handzahn? Hand, nee, gar nicht wahr. Von CD. Diese in diesem ganz tollen Duft, wo ich mir da echt noch Nachschub gekauft habe. Und ich habe, glaube ich, es steht noch eine in der Küche. Ansonsten habe ich die alle leer gemacht. Und ich glaube, jetzt gibt es die nicht mehr. Ist ja wieder so typisch, ne? So. Dann haben wir von, nein, und das ist nicht das Produkt, auf das ich so scharf war, offensichtlich nur ein Kondom. Joa, weit kommt man da ja auch nicht mit, ne? Na gut, einmal langs. Da kostet die Packung mit 8 Stück 9,99 Euro. Da haben wir das, auf das ich scharf war, und zwar eine Augencreme von La Mer. Und ja, für Augencremes bin ich ja immer sehr empfänglich. Und da hatte ich dann den Preis gesehen. Was war das? 23 Euro oder so? Warte. Moment. So, 15 Milliliter, genau. 23,99 die Augencreme. Ja. Ich habe noch einen Rest in meiner super duper Avon Augen, in meinem Augengel, aber... Irgendwann ist das natürlich leer. Ich habe inzwischen noch ein paar andere Augencremes zum Testen. Aber geht's noch? Bin da trotzdem immer wirklich so, dass ich immer gerne Neues ausprobiere. So, ach guck, auch Magnesium. Aber Kapseln. Ich kriege Kapseln immer nicht runter. Ich weiß nicht, kann man die aufmachen? Mit Gelatine. Nee, dann will ich das sowieso nicht. Und zwar von Diasporal Magnesium. Wie viele Stück sind da drin? 20 Stück, dann kosten die 7,59 Euro. Guck mal, für ältere Menschen, das heißt, ich gebe das meiner Mama. Dann haben sie, ich glaube, die nimmt sowieso Magnesium-Tabletten oder Kapseln, aber die nimmt die immer vom Aldi, dann kann sie die mal nehmen. So, dann haben wir Aronia Immun.
Nahrungsergänzungsmittel für den aktiven Menschen. Genau richtig, in meiner Box. 30 mal 25 Milliliter, okay, das ist wahrscheinlich so eine Monatsration normalerweise, 32,90. Das ist jetzt natürlich nur eine. Ihr macht mich ganz nervös. Sie sitzen beide hier unten auf dem Boden und putzen sich. Und diese... Ein Aronia-Saft. Jo, den stelle ich in den Kühlschrank. Kalt ist das immer alles noch eher zu ertragen. Dann haben wir ein Wohlfühltee-Quartett. Ich kann mir vorstellen, dass das so als Goodie mit drin ist, weil das finde ich hier auch nicht. Ein Wohlfühltee-Quartett mit Abwehrkraft, Cranberry, Acerola-Kirsche, Granatapfel und Ingwer. Hup. Dann haben wir, ich schätze, ist das noch ein Pröbchen? Nö. 50 Milliliter, 15,99. Na gut, das ist jetzt wirklich ein Mini-Pröbchen mit 7 Milliliter. Aquapurin aktiv, eine Feuchtigkeitscreme. Dann haben wir ein Akai-Jutsu-Duschschaum. Mhm. Mahlzeit. Verzeihung, dabei habe ich noch gar nicht Mittag gegessen. Ich war jetzt eben gerade noch bei Kick, habe mir eine Spinne gekauft, so eine große. Nee, gar nicht, war nicht bei Kick, bei Teddy. Bei Teddy, ich habe sie aber gerade im Auto vergessen, sonst würde ich sie euch zeigen. Halloween zieht mich ja auch immer irgendwie magisch an, genauso wie schöne Weihnachtssachen oder sowas. Und wie kam ich denn jetzt auf die Spinne? Ach so, wegen dem Essen, ne? Weiß ich nicht mehr. Also von Duschschaum zu einer Halloween-Spinne. Keine Ahnung. Ursprünglich wollte ich zu Kick, weil die haben irgendwie Neueröffnung bei uns, beziehungsweise wieder Neueröffnung. Und dann habe ich aber gesehen, dass da ein Minion rumläuft. Und dann habe ich gedacht, nee, den gehst du lieber nachher mit Hannah. Und dann werde ich, wenn ich sie gleich abhole, werde ich da einmal hinfahren. Ich kann mir vorstellen, dass sie Angst hat. Sie mag die Minions, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie Angst hat und dass sie nicht zu ihm hingeht. So, dann haben wir ein... Vom Tropfen zum Gel. So ein paar Augendropse. Die kosten 12,99 € für 10 Milliliter. Das hier sind 1,5 Milliliter. So, das kann ich nicht gebrauchen. Vielleicht Mama. So, dann eine Zahncreme von Colgate. Ja, das ist immer alles unter ferner Liefen. Irgendwie juckt mir gerade alles. Meine Augen, meine Stirn. 3,49 die Originalgröße. Also das war jetzt keine Originalgröße. Dann haben wir von ein Baby-Thymian-Bad für entspanntes Atmen. Das finde ich ja mal cool. Ist das klein geschrieben? Ist das hier nochmal auf groß? Natürlich nicht. Also auf jeden Fall anscheinend ein Pflegebad, damit sich das Baby wohl fühlt und entspannt atmet. Das ist auch cool. Das bewahre ich auf, wenn Hannah das nächste Mal erkältet ist, dann darf sie darin baden. So, dann sehe ich schon was für Schwägerinnen, und zwar eine Körperlotion, Totes Meer. Kann Heiko auch gut gebrauchen, aber Männer und Eincremen, ne, ist so eine Sache. Zumindest bei vielen. Ja, macht ruhig den Teppich kaputt, der ist sowieso reif für die Insel. Dann von Frei ein Pflegeöl. Das ist auch so ein... Das ist aber tatsächlich auch mit drauf. 125 Milliliter, 9,49 €, weiß ich nicht. Also das sind echt so Mini-Pröbchen, wo ich denke, warum schreiben sie die mit drauf? Das finde ich jetzt ein bisschen albern. So, dann haben wir Vitamin D. Oder sind wieder welche so in diesen... Sachets oder wie das heißt.
Unterstützt die normale Funktion des Immunsystems mit Pfirsich-Maracuja-Geschmack. Das finde ich gut. Das werde ich nehmen. Achso, Kost. Siehst du, das haben sie jetzt nicht mehr draufstehen. Unglaublich. Nee, das steht tatsächlich nicht mit drauf. Dabei empfinde ich das. Hätte ja wohl eher hierauf gehört. Oder ich bin blind. Nee, das steht da nicht mit drauf. Als so ein Prüfender, oder? So, und als letztes noch. Ja. Sieht so aus, als wenn ich das gebrauchen könnte. Ein Junior Kühlstick. Kühlende Schmerzlinderung für leichtere Prellungen. Muss der in den Kühlschrank? Wusste ihr das? Ja, muss der in den Kühlschrank, damit er kühl bleibt? Nee, ne? Da ist wahrscheinlich irgendwas drin, was sich, was dann nicht über 25 Grad lagern. Nö, jetzt bei den Temperaturen sowieso nicht. Aber das ist echt praktisch. Das werde ich mir in die Handtasche tun. Weil Hanna ist ja so ein kleiner Mini-Chaot. Und ich meine, wer hat schon einen Kühlbeutel, da, so ein Kühlpäckchen dabei? Trägst ja auch keinen Kühlschrank mit dir rum. Und das letzte Mal brauchten wir das in der Turnhalle. Was war da noch passiert? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall brauchten wir da auch so ein Kühlpäckchen. Und die hatten aber Gott sei Dank Kühlpäckchen da in so einem kleinen Kühlschrank. Aber von daher ist das echt praktisch. Wenn ich mir das in die Tasche tun, dass wenn sie mal wieder irgendwo gegensemmelt, dann habe ich wenigstens was zum Kühlen dabei. Ja, also von daher, das finde ich sehr cool. Das finde ich gut. Und meine Augencreme. Wobei da einige gute Sachen dabei sind. Also der Duschschaum ist toll. Das finde ich super, auch wenn ich selber das jetzt nicht benutze. Ja, meine Augencreme. Die Handcreme werde ich ausprobieren und ja, also ich kann mich nicht beschweren, ich bin rundum zufrieden mit der Box und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!